Jetzt ist für die lange Achse die Riemenumlenkung dran. Also die Motorhalter für die lange Achse, die haben wir ja schon gebaut. Oder habe ich schon gebaut. Und jetzt kommt die Umlenkung von der langen Achse. Dazu werde ich die beiden Teile rausschneiden. Dann diese beiden Teile und die beiden Teile und die beiden Teile. Und ja, entgraten und zusammenschweißen. Ich habe jetzt schon mal eine Umlenkung für die lange Achse grob zusammengesteckt und auch schon mal die Umlenkrolle rein. Die Stange habe ich jetzt noch nicht gekürzt. Ich habe das jetzt nur mal so grob zusammengesteckt und angeschraubt, dass man sich schon mal ein bisschen grob vorstellen kann, wie es dann montiert wird. Also das wird quasi hier wieder am Rahmen seitlich befestigt, über diese beiden Langlöcher, genauso wie der Motorhalter. Und die anderen Teile werden wieder gesteckt und geschraubt. Das hier wird einfach hier dann noch hergeschweißt. Da habe ich jetzt keinen Zapfen mehr reingemacht. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, wenn man das Ganze sich mal anguckt. Und zwar kommt es ja hierher. Also hier das Loch und hier die beiden Löcher. Und da ist hier oben die Schweißnaht im Weg, dass das Teil hier ganz auf die Position hoch kann. Ups, jetzt ist es runtergerutscht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Da werde ich entweder die Schweißnaht ein bisschen ausschleifen oder das Teil hier oben ein bisschen kürzen. Da muss ich noch schauen, wie ich das mache. Die Komponenten, die verlinke ich auch wieder. Bei denen ist jetzt hier das einzige, da die habe ich nicht in der passenden Größe gefunden. Also das hier ist eine 12er Welle. Und diese Zahnriemenrollen, die habe ich von einem Bekannten aufdrehen lassen und diese Lager dann reingedrückt, weil ich keine mit dem passenden Lochdurchmesser gefunden habe. Deswegen muss man hier die ein bisschen aufdrehen und die Lager reinklopfen. Okay, wegen der Schweißnaht, die da oben stört, habe ich jetzt, also das kommt ja dann hierher und das Ding hier. Und das war eigentlich geplant, dass das Ganze hier oben herkommt, aber das spielt keine Rolle, das kann man ja auch runtersetzen. Und dass ich das ganz hochschieben kann und das dann die Schweißnaht anstößt vom Gestell, werde ich jetzt einfach, da so wie ich es schon angerissen habe, 4,5 cm, also 5 mm wegnehmen. Das Ganze eben auf beiden Seiten. Genau. Muss man nur schauen, dass man eben die Oberseite nimmt, also das Loch sitzt ein bisschen tiefer von der Mitte. Genau, das schneide ich weg und dann stecke ich es zusammen und schweiße es aus. So, ich habe die beiden oder die beiden Halter für die Umlenkrollen jetzt zusammengeschweißt. Und ja, hier an der Stelle, wo es am Rahmen befestigt wird, halt wieder freigelassen. Wobei beim Radius von dem Rechteckrohr könnte man wahrscheinlich hier auch noch eine kleine Naht ziehen, aber das braucht es ja nicht. Dann, diese Stange habe ich gekürzt, ungefähr auf die Länge von hier bis hier. Und ich werde jetzt mal diese Wellenhalter montieren, die Umlenkrolle auf die Stange da drauf machen und das Ganze befestigen und dann mal am Rahmen anschrauben. So, ich habe jetzt die Rollen montiert und auch schon mal die Achsanschläge, wieder diese Gummistopper. Hier unten kommt dann noch der Endschalter her für die lange Achse.
Da ist einer bei der Motorhalterung und eben einer hier bei der Umlenkung. Ja, jetzt schraube ich es noch am Gestell fest. Also bei der Montage Hirn einschalten. Die zwei Schrauben kommen ja hier rein und die andere Schraube kommt hier hinten rein. Das heißt, erst den Halter hinschrauben und dann die Rolle mit der Stange reinschieben. So, die Halter mit den Umlenkrollen habe ich jetzt montiert. Und im nächsten Schritt oder im nächsten Video werde ich dann mal die Motorhalter mit den Motoren für die lange Achse montieren und den Riemen mal probeweise schon mal einbauen.